Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe gerade Pause in der Praxis, habe gerade gearbeitet und wollte euch mal die nächsten 5 Fragen von Instagram aus der letzten Fragenrunde beantworten in einem kleinen Q&A hier bei mir. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit der ersten Frage. Ich habe mir die mal aufgeschrieben, weil ihr wisst ja, wenn man Fragen stellt, die bleiben nicht so lange sichtbar. Von dem her habe ich mir die rausgeschrieben. Und wie gesagt, die erste Frage ist, ist es schlecht, mit dem Genick zu knacken? Also dieses typische Knack, Knack zu machen. Nein, ist es nicht, weil, beziehungsweise jein, ist es nicht. Du musst natürlich sicher sein, dass du keine tiefer liegende Probleme hast, also neurologischer Natur, deine Gefäße, dass da alles okay ist und so weiter. Du musst dich natürlich auch fragen, warum knackst du andauernd? Nämlich, weil du wahrscheinlich immer so in der typischen Haltung abhängst, dass dein Kopf vorne runterhängt, was die Nackenmuskulatur belastet und einfach dann zu diesen Blockaden führen kann. Das Knacken mechanisch an sich ist sicherlich nicht schlimm, das weiß man ja mittlerweile eigentlich ziemlich genau. Und das ist ähnlich wie kurz mal den Fingern knacken, all diese Geschichten. Es sieht immer ein bisschen brutal aus. Unsere Eltern, die Mutter am Essenstisch will das immer nicht sehen, wenn man so knack, knack macht. Aber grundsätzlich ist es eigentlich nicht schlimm. Allerdings, wie gesagt, mal überprüfen, warum passiert das immer. Und ja, kannst du vielleicht an deiner Haltung was ändern, damit das nicht so oft passiert zumindest. Okay, gut. Nächste Frage. Florian, wie häufig muss man zum Check-up gehen? Ja, ich würde sagen, das ist recht allgemein gehalten, die Frage. In meinem Bereich, so diese Sportmedizin, orthopädische, ist sicherlich ein Check-up eigentlich gar nicht gang und gäbe. Das heißt, zu mir kommst du ja im Prinzip nur, wenn du Schmerzen, Probleme hast, beziehungsweise wenn du mal in irgendeiner Form eine neue Hüfte bekommen hast oder so, dann überprüft man das vielleicht, oder eine schwerwiegende Arthrose, aber richtig regelmäßige Check-up-Termine gibt es da eigentlich nicht. In anderen Fachbereichen ist das sicherlich anders. Und ist, wenn man jetzt durch von der Urologie, also so Prostata zum Beispiel, Prostatakrebs bei Männern, Brustkrebs bei Frauen, Darmkrebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wenn man diese ganzen Geschichten ja über einen Kamm schert sozusagen, da irgendwie ein bisschen Allgemeinheit reinbringen möchte, dann ist es sicherlich so, dass es einfach abhängig ist von Alter, Geschlecht, von deinen Vorerkrankungen, ob du familiär vorbelastet bist und so weiter und so fort. Und da gibt es ja wirklich Empfehlungen, je nachdem, welche Erkrankung man jetzt quasi hinterherjagt, beziehungsweise überprüfen möchte, wann man zur Vorsorge gehen muss. Das heißt, da im Prinzip den Hausarzt vorschicken, sozusagen das Ganze leiten lassen. Ja, der hat da die Mütze auf und soll dich quasi so ein bisschen dirigieren, wann du was, wie, wo machen musst. Aber sicherlich allgemein gesagt, Alter, Geschlecht, Vorerkrankungen, familiäre Vorerkrankungen sind so die klassischen Parameter, an denen man das einigermaßen dann festmachen sollte. Hat Rauchen Vorteile, in Klammern Alzheimer-Prävention? Nö. Ist auch nicht ganz mein Thema sicherlich, aber ganz stumpf gesagt würde ich sagen, ja, es gibt ja immer wieder so Untersuchungen, die dann bei Rauchen, Nikotin im Prinzip, ohne die ganzen Schadstoffe, die mit in der Zigarette drin sind, irgendwas nachweisen wollen. Da will ich mich jetzt gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Vielleicht ist es im Kleinen bei irgendwas für irgendwas gut, aber allerdings bin ich der Meinung, dass du wahrscheinlich vorher einfach stirbst, bevor du Alzheimer entwickeln kannst. Von dem her würde ich es trotzdem einfach lassen. Was hältst du von Meditation? Ja, Meditation finde ich eigentlich gut, muss selber gestehen. Ich habe es ein, zwei Mal probiert, finde es auch ganz gut. Erwisch mich dann oder habe mich dann immer so erwischt. Es gibt ja so Einstiegsmodelle, wo man so langsam mit Zahlen, mit im Kopf 1, 2, 3, 4, 5 so zählen vorgeht, auf die Atmung achten und so weiter. Ich habe ganz starkes Problem damit, weil ich ein sehr hektischer Mensch bin und ganz viel immer machen möchte, so ruhig zu bleiben und mich darauf zu fokussieren und erwische mich dann dabei, wie die Gedanken abhauen. Das auf mich bezogen. Ich finde es aber trotzdem gut und würde es auch jedem empfehlen. Vor allen Dingen sind wir ja darauf ausgelegt, so kurzfristige Stressperioden als Mensch ganz gut wegstecken zu können. Aber wenn es dann chronisch wird, wenn der Stress eine Dauerbelastung wird, dann erreichen wir irgendwann unsere Kapazitätsgrenzen. Und um das sozusagen zu verhindern und zu verschieben, die Grenze zu verschieben, finde ich Meditation ein super gutes Mittel. Also absolut beide Daumen hoch, sehr zu empfehlen. Frage Nummer 5. Wie siehst du die Zukunft der Medizin? Sehr gute Frage, ganz, ganz spannendes Thema. Grundsätzlich denke ich, dass die Zukunft der Medizin insofern gesichert ist, als dass, solange es Menschen und keine Roboter gibt, wir alle auch immer wieder Krankheiten haben werden, Verletzungen haben werden. Von dem her, von der Seite aus, denke ich, wird die Arbeit nicht ausgehen. Aber das war, glaube ich, nicht die Frage.
Ja, inhaltlich gesehen glaube ich, dass ganz, ganz viel individualisiert wird. Das bedeutet, man hat das von der Krebstherapie heutzutage schon ganz oft, dass du sehr, sehr individuell auf die Patienten eingehst durch Gentests, Genforschung, dass du herausschlüsselst, welche Erkrankung hat dieser Patient jetzt ganz genau im Gegensatz zu Patient B, der dieselbe Erkrankung hat, aber einfach ein anderes Individuum ist, einen anderen Genpool hat. Und was macht das dann mit dem? Und darauf gezielt zu schießen, zum Beispiel in Chemotherapien und so weiter, auch die DNA von so einem Krebs, von einem Tumor zu entschlüsseln und darauf gezielt ein Medikament zu geben, all das macht man ja schon im Kleinen. Und ich denke, da wird es ganz, ganz stark auch hingehen in Zukunft. Und zweiter Faktor, der jetzt auch in der Corona-Pandemie-Zeit sicherlich aufgekommen ist und das bestätigt so ein bisschen, ist die Telemedizin. Ja, dass man Videosprechstunden macht, per Telefon mit dem Arzt spricht, all diese ganzen Geschichten so ein bisschen. Da denke ich, wird es mehr hingehen und bin gespannt, was da passiert. Auch im Krankenhaus, auch bei uns sehe ich, dass dann das alles ein bisschen digitaler wird. Hat natürlich ganz, ganz viele Vorteile. Es gibt heutzutage Apps, wo du Medikamente eingeben kannst und gucken kannst, wie interagieren die miteinander, heben die sich auf, Wechselwirkungen und so weiter. Auch für den Patientenschutz, für die Patientensicherheit ganz, ganz toll. Und ich glaube, da wird es mehr hingehen. Also Individualisierung über Genetik so in die Richtung und halt Technisierung, Digitalisierung, das sind, glaube ich, so Kernpunkte in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, die in der Medizin ja eine Rolle spielen werden. Das war's. Fünf Fragen geklärt. Und ja, ich freue mich auf die nächste Runde bei Instagram. Auch da kannst du mir deine Fragen stellen. Ich ja, beantworte sie etwas ausführlicher hier in der Sprechstunde bei mir auf dem YouTube-Kanal. Und wenn du das nicht verpassen möchtest, Glocke aktivieren, Kanal abonnieren. Und wenn du die Fragen nicht verpassen möchtest, musst du zurückgehen auf Instagram und mich da abonnieren, denn da packe ich es immer in die Story. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich, euch beim nächsten Video begrüßen zu dürfen. Bis dahin, ciao, ciao.